Aus der Biologie sehr oft, also wenn große Gruppen von Tieren irgendwo sind und die dann um ihren Lebensraum kämpfen, dann entscheiden meistens Viren über Leben und Tod. Das, was wir jetzt sehen, ist ein sehr, sehr ansteckender, aber für uns eigentlich sehr harmloser Virus, also im Vergleich zur Grippe eigentlich ein sehr harmloser Virus, aber natürlich für schon Vorgeschwächte ein großes Problem, weil da ist eine Kleinigkeit und viele Leute, die zum Beispiel aus der Onkologie ihre Krankheit haben, sterben ja auch schlussendlich an einer Lungenentzündung. Also das ist oft unterschätzt, dass viele Leute ganz aus einer anderen Krankheit heraus dann schlussendlich an einer Lungenentzündung sterben, wenn sie sich nämlich dann nicht mehr bewegen können, im Bett liegen und unter starken Medikamenten dann therapiert werden. Das, was ich als Jahrhundert der Viren sehe, ist aber ganz was anderes. Was ich sehe, ist das, was der Anthony William eigentlich dazu sagt. Der sagt, wir stehen derzeit unter Kontrolle vom Epstein-Barr-Virus oder von seinen Brüdern der VZV, also der Varicella-Zoster-Virus. Und da möchte ich jetzt für alle, die so zuhören und Interesse haben, mal so die drei großen Gruppen von Viren ein bisschen beschreiben, dass sie ungefähr wissen oder ihr wisst, was wir eigentlich vor uns haben. Also, was wir immer als aggressive Viren haben, sind meistens RNA-Viren. Die haben eine einzelsträngige Erbsubstanz, sind sehr, sehr anpassungsfähig, sehr schnell in ihrer Veränderung und brauchen uns eigentlich nur als Reproduktionsmaschinen. Also die gehen in eine Zelle rein, reproduzieren sich millionenfach, die Zelle explodiert und sie können wieder viele, viele tausende Zellen infizieren. Das sind die RNA-Viren, vor denen wir so besonders Angst haben, die schon im Laufe eines Jahres, wie zum Beispiel eine Grippe, an die 30.000 Menschen tötet. Und jetzt beim Coronavirus werden es auch einige 10.000 sein, die dran sterben. Aber im Verhältnis zu dem, was wir eigentlich sonst an Viren im Körper haben, die uns auch auf kurz oder lang in die Krankheit und dann in den Tod treiben, ist das ein verschwindend kleiner Teil, weil das sind so jetzt die Herpesviren, die an sehr vielen Krankheiten mitbeteiligt sind, ob es jetzt Autoimmunerkrankungen sind wie die MS oder das Rheuma, an dem stirbt man zwar nicht, oder zum Beispiel am 1er-Diabetes oder an Sachen wie Krebs. Das sind alles Sachen, wo doppelsträngige Viren dahinter sind, wie eben unsere Herpesviren. Die ganze Lawine jetzt mit Alzheimer sind für mich auch doppelsträngige Viren wie HIV6 oder 9, die schon ewig lange mit uns in Kooperation sind. Und die haben dasselbe Problem wie die einzelsträngigen Grippe- oder Coronaviren. Sie müssen sich der Umwelt anpassen. Und nachdem die Umweltveränderungen in den letzten 50 Jahren so massiv waren, haben die wirklich ein Problem. Und krank machen uns beide nicht. Krank macht uns eigentlich nur das Immunsystem. Krankheit ist immer nur der Kampf des Immunsystems gegen den Virus. Einerseits gegen den Coronavirus, der sitzt in den Lungenbläschen und möchte sich dort vervielfältigen. Und wenn der erkannt wird an der Oberfläche einer Zelle, dass da in der Zelle gerade produziert wird, dann zerstört das Immunsystem diese Zelle. Also eigentlich der Coronavirus möchte sich nur vervielfältigen. Wirklich den Lungenkollaps macht das Immunsystem, indem es direkt die Viren angreift. Und das ist im Kleinen genauso. Also ein Herpesvirus, der zum Beispiel dann auf der Schilddrüse sitzt, ob es ein Epstein-Barr oder Varicella-Zoster ist, der wird vom Immunsystem angegriffen. Das nennt sich dann wie Hashimoto-Thyreoiditis oder Morbus Basedow. Das ist einfach ein Prozess der chronischen Entzündung. Das Immunsystem tötet alle viral infizierten Zellen ab. Und das ist das, was wir dann im Verhältnis sehen müssen. Das heißt, und der Kampf ist auch dasselbe. Wir müssen, und da werden wir uns sicher später unterhalten, immer etwas tun, um die Viren nicht aggressiv zu machen. Viren werden aggressiv durch Schwermetallbelastungen. Viren werden aggressiv, wenn die Homöostase zwischen ihren anderen Partnern, Bakterien und Pilzen nicht passt, wenn die Parasiten zu stark werden, wenn sich die Umwelt zu stark verändert und sie sich anpassen müssen. Das macht Viren aggressiv. In China würde ich davon ausgehen, dass diese Aggressivität dadurch kommt, dass zum Beispiel da drüben immer noch in Großindustrie Hühner gehalten werden und die werden mit Antibiotika gefüttert. Und wenn man dann ganze Bakterienstämme ausrottet, dann werden diese Plätze von Viren eingenommen, weil irgendwer muss ja die Arbeit machen. Wir glauben immer, Bakterien und Viren sind nur böse. Nein, ohne Bakterien und Viren gäbe es gar kein Leben. Und das ist das große Problem, dem wir aufsitzen. Und schlussendlich entstand das Leben aus einem viralen Informationspool. Das heißt, ganz am Anfang, wie die Evolution noch nichts Lebendiges gehabt hat, war das erste Leben, wenn man es schon Leben nennen darf, waren Viren. Und Viren sind reine Information. 50% unserer Erbsubstanz bestehen aus Viren.
Und dann muss man leider davon ausgehen, dass die Viren von außen mit den Viren von innen interagieren. Also ein Coronavirus interagiert mit einem Epstein-Barr-Virus. Und ich glaube, das sind die Dinge, die im Hintergrund noch zu wissenschaftlichen Analysen geführt werden müssen, dass man wahrscheinlich irgendwann mal herausfindet, dass die Leute, die schon einen aggressiven Epstein-Barr-Virus im Körper haben, anfälliger sind für einen Coronavirus. Zumindest, dass er dann wirklich zu einer todbringenden Krankheit wird. Also das wird sicher noch eine interessante Thematik werden in der Wissenschaft. Was man jetzt weiß, ist, er greift über einen Rezeptor an. Das ist der ACE-Rezeptor, der sehr, sehr ähnlich ist wie das, was wir als Blutdruckproblem sehen. Es gibt nämlich Leute, die nehmen als Blutdruckmittel einen ACE-Hemmer. Das ist ein zweiter Punkt aus der Wissenschaft, wo man jetzt dran ist, dass man glaubt, dass Leute, die so einen ACE-Hemmer nehmen müssen, empfindlicher sind auf einen viralen Infekt, dass die wirklich mehr Probleme mit ihrer Gesundheit haben. Lässt sich noch nicht sagen, aber eine Theorie ist ja, dass zum Beispiel in Italien deutlich mehr von diesen ACE-Hemmern genommen werden als bei uns. Also bei uns kriegt man eher einen Beta-Blocker und einen Calcium-Antagonist. In Italien kriegt man am ersten einen ACE-Hemmer, wenn man einen Bluthochdruck hat. Also man sieht, wenn man die drei großen Gruppen so anschaut, wenn wir die RNA-Viren haben, die uns eigentlich nur als Produktionsmaschine brauchen, oder die DNA-Viren, die uns wirklich langsam anpassen an die Umwelt, oder die in der Erbsubstanz befindlichen alten Viren, die über die Generationen von Geburt an da sind, dann haben wir etwas zu tun, nämlich die unter Kontrolle zu halten. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das heißt, das liegt dann, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, an uns selber, wie wir auf diese Viren reagieren, oder? Genau. Naja, es gibt, die Welt ist natürlich ungerecht. Man kann natürlich auch also aus seiner Generation davor schon aggressive Viren mitbekommen haben. Das sind die berühmten vererbten Krankheiten. Hat man also quasi einen Virus vererbt gekriegt, von der väterlichen Seite, und der Vater ist an Prostatakrebs gestorben, dann wird sich bei mir der Virus sehr schnell auf der Prostata auch zu schaffen machen. Also das ist schon ein Problem. Da sollte man seine Familiengeschichte genau durchforsten, um zu sehen, habe ich da schon etwas mitbekommen. Also so würde ich die Genetik der neuen Generation sehen, dass man sich eigentlich überlegt, also das, was ich vererbt kriege, sind keine schlechten Gene, sondern aggressive Viren. Und dann muss ich umso konsequenter sein im, sage ich mal, positiven Beeinflussen dieser Situation. Das heißt, ich muss dann den Viren etwas geben, das sie nicht aggressiv macht. Ich muss ihnen was wegnehmen, was sie stark macht. Ich muss das Milieu, wo alle immer sagen, ja, der Virus ist nichts, das Milieu ist alles, ich muss das Milieu sauber halten. Und das ist eh unser Hauptansinnen bei allen Arbeiten, die wir so im Team haben. Wir wollen alle Leute zum Entgiften bringen, zum Entschlacken bringen, zum Entsäuern bringen. Wir wollen ihnen auf jeden Fall für ihr Immunsystem was Positives machen, weil das Immunsystem hat ein Problem. Es sollte ja sich auf Viren und Pilze und Parasiten und Bakterien konzentrieren können. Aber in Wirklichkeit muss es in unserer Zeit viel mehr entgiften, reparieren und regenerieren. Und das aber dann letztendlich auch wieder personalisiert und sehr individuell, oder? Wenn du sagst, ich habe die Chance besteht, dass ich von meinen Eltern etwas mitbekomme, im Positiven wie auch in der Herausforderung, dann ist es eine sehr personalisierte, individuelle Geschichte. Genau, deswegen haben wir ja in den letzten, sagen wir, 3 bis 8 Monaten diesen Gesundheitsalgorithmus aufgebaut. Das ist eine Software, mit der wir sehr genau analysieren können, wo was genau wie bei wem jetzt aktiv ist, bevor es wirklich spürt. Also wir versuchen wirklich Probleme zu analysieren, bevor, oder Schwächen zu analysieren, bevor Probleme daraus entstehen. Und das ist etwas, was wirklich einzigartig ist, weil ich habe es selbst erlebt. Ich war zwischen 2000 und 2005 im Allgemeinen Krankenhaus in Linz und habe dort jeden Tag virale Informationen angeschaut. Ich habe HIV-Viren sequenziert, ich habe DNA-Herpesviren quasi vervielfältigt, um sie sichtbar zu machen. Und mir war damals schon klar, wir kratzen dann nur an der Oberfläche. Wir haben dann immer gedacht, wir reden von einem Epstein-Barr-Virus und haben einen Test gemacht. Wenn man jetzt den Anthony William Glauben schenkt, und ich glaube ihm wirklich, dann reden wir von über 60 Herpesviren. Das sind alles Subtypen von Viren, die sich auf unterschiedliche Organe dann setzen. Und das sollte man schon genau wissen bei sich, dass man weiß, okay, ich muss allgemein dem Immunsystem was Gutes tun, ich muss der Entgiftung des Körpers was Gutes tun, um vielleicht dem Organ etwas Gutes tun, was sowieso vielleicht von dem Virus angegriffen werden kann. Das heißt, du kannst in deiner Praxis deinen Klienten oder deinen Patienten in seiner Grundkonstitution abholen. Und auf das wird aufgebaut, oder?
Verstehen wir das richtig? Genau. Genau. Also wenn ein völlig gesunder ist, dann kommt es meistens aus dem familiären Kreis und das aus dem Gespräch. Wenn er schon seine Probleme hat, dann kann man es aus dem ein bisschen herauslesen, wo er seine Schwachpunkte hat. Das andere mache ich alles mit meinen energiemedizinischen Geräten, ob es jetzt ein NLS-Gerät ist, ein CRS-Gerät ist, ein HRV-Gerät ist. Aus dieser Komposition von Daten kann man sehr viel quasi zusammenstückeln dann zu dem roten Faden, der einen hoffentlich ihr ganzes Leben in der Gesundheit mit ja, bewegt. Das heißt, ich kann auf alle Fälle mein Immunsystem auf solche Pandemien vorbereiten. Das Sehe tue das ich richtig? zumindest. Also ich kann nur von mir reden und ich war bis letzte Woche noch sehr stark im Einsatz. Betriebliche Gesundheitsförderung, habe jeden Tag 25 Leuten die Hand geschüttelt. Einer wollte nicht, was ich verstehe. Ich bin da letzte Woche noch sehr unsensibel gewesen und habe mir aber seit über 3 Wochen schon meine antiviralen Hilfsmittel zugeführt, wie zum Beispiel, was wir heute schon mal auf irgendwo gezeigt haben, zum Beispiel das Schützende. Das Schützende sind für mich die Pflanzenextrakte von Anthony William. Das ist das Olivenblatt, das ist die Katzenkralle, es ist die, was ist noch drinnen, lass mich mal lesen, Zitronenmelisse Okay. und, bitte? Na, Und das ist, die ich höre dir zu. Süßholzwurzel. Und die Süßholzwurzel, Entschuldigung. Das sind Dinge, wo ich weiß, das beruhigt alle Viren im Körper. Wenn man jetzt sagt, okay, gegen was hilft das jetzt? So spezifisch kann man es gar nicht sagen. Das heißt, wenn ich die Kontrolle aller Viren ein bisschen abgeben möchte, dann, also dem Immunsystem Unterstützung geben möchte, dann gebe ich dem Immunsystem quasi einen zentralen pflanzlichen Extrakt, der die Reproduktion aller Viren stoppt. Und das macht genau diese Verbindung. Und wenn ich es dann noch verbinde mit zum Beispiel einem B12, wie zum Beispiel hier das stärkend, das ist etwas, was die Leber braucht. Wenn ich schon dem Immunsystem helfe, dann muss die Leber das ja dann wieder abbauen. Das heißt, ich gebe ihm Vitamin B12 und das in Form am besten von Johannisbeere, wie es da drinnen ist. Und Johannisbeere ist für mich das Cortison der Pflanzenwelt und das Cortison ist ja ein Entzündungshemm. Also auch hier habe ich dem Immunsystem eine Unterstützung gegeben, indem ich gesagt habe, okay, du darfst einmal deine Arbeit ein bisschen zur Ruhe legen und kannst dich ein bisschen regenerieren. Den Rest macht jetzt mal das pflanzliche Cortison. Und was ich dann, weil ja die ganzen Infektionsmittel aus waren, auch verwende jeden Tag, ist mein kollidiales Zink. Das heißt, das ist ein super Mittel gegen Pilze und Viren. Und das Einzige, was zum Beispiel das auf jeden Fall gegen ein alkoholisches Infektionsmittel besonders gut macht, ist, man kann sich's auch ins Auge, ins geschlossene Auge sprühen. Und das ist ein sehr unterschätzter Ort, wo Viren eindringen können. Wir wissen alle, sie dringen durch die Nasenschleimhaut, durch die Mundschleimhaut ein, aber sie dringen auch sehr gerne und sehr oft über die Augen ein. Wenn man angenießt wird, macht man meistens die Augen wahrscheinlich eine Zehntelsekunde zu spät zu. Aber auf jeden Fall kann man sich mit so einem kollidialen Zink auf jeden Fall im Mundbereich, im Nasenbereich und im Augenbereich gut schützen. Also das ist so meine Geschichte. Wenn du natürlich fragen willst, ja, und was mache ich sonst? Ja, ich verzichte auf Zucker und Milch, aber das tue ich sowieso. Das Webinar, es steht ja Carpe Diem, nutze deine Chance. Das heißt, das wäre jetzt letztendlich auch eine Chance, sich wirklich einmal auf sein Immunsystem zu konzentrieren, auch als Gesunder und vorbeugend, präventiv da jetzt wirklich einmal in die Stärkung einzugehen, oder? Genau, und Diese Zeit zu nutzen. ein bisschen in die Körperwahrnehmung reinzugehen. Also es soll ja nicht nur dem Immunsystem gut tun, es soll dem ganzen Körper gut tun, wenn man mal auf was verzichtet, beziehungsweise was anderes stärkt. Also ich merke immer, ich bin vielleicht ein bisschen lasch gewesen in den letzten Zeit. Das B12 macht mich in der Früh viel wacher, als ich vielleicht früher immer war. Vielleicht auch mit dem Gedanken, dass es nicht halb 6 ist, sondern erst halb 8. Das kann natürlich auch sein. Aber insgesamt ist B12 so ein Muntermacher, ohne dass man sie groß mit Red Bull anfüllen muss. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch davon ausgehen, dass man mit einem kollodialen Zink keine trockenen Schleimhäute mehr hat. Das heißt, das ist das, was manche Leute haben, die in sehr trockenen Räumen schlafen. Und wenn man dann am Abend noch ein bisschen sprüht und gleich in der Früh auch wieder sprüht, dann gleicht man das sehr, sehr gut aus. Und wie du schon gesagt hast, sich wirklich mal mit dem Ganzen auseinanderzusetzen, heißt auch wirklich zu sagen, okay, ich brauche keine Angst zu haben. Das ist wahrscheinlich ein wichtiger Punkt, der in den folgenden Webinaren noch öfter ein Thema ist. Ich brauche keine Angst zu haben, dass mich da irgendwas
in eine tiefe gesundheitliche Krise führt, sondern ich sollte das Vertrauen haben, dass ich ein super Immunsystem habe, wenn ich 1, 2, 3, 4 Dinge quasi berücksichtige. Zum Thema Substituierung, ist das jetzt etwas, was du jetzt verwendest, um speziell auf diese Phase jetzt zu reagieren, oder würdest du die Substituierung jetzt permanent sehen und nicht nur kurmäßig angewendet? Also ich mache es den ganzen Winter. Ich habe viele Kontakte mit vielen Leuten, mit vielen Vorträgen und vielen Beratungen. Also ich mache es den ganzen Winter. Das ist so mein Winterpaket. Im Frühling mache ich dann andere Dinge, die auch antiviral sind, dann eher mit Löwenzahn, mit Brennnessel. Also ich mische den ganzen Bereich so durch, damit mein Körper immer wieder Impulse kriegt. Und das ist sicher bei der Ernährung genauer als es bei der Nahrungsergänzung. Das heißt, ich verzichte wirklich, obwohl ich verzichte komplett, aber auf Milchprodukte sollte jeder im Winter verzichten. Es ist kühlend und schleimfördernd. Auf der anderen Seite muss man auf seine Vitamin-C-Dosis kommen. Also man braucht sein Obst und Gemüse. Wenn man es nicht schafft, muss man supplementieren mit einem Ester-C am Beispiel. Mhm. Man sollte auf jeden Fall basisch leben. Also eine Gemüsesuppe ist das beste Abendessen. Das sind eh die üblichen Verdächtigen, was meistens von mir alle hören, die in meiner Praxis sind. Aber besonders in so einer Zeit wie jetzt ist es wirklich essentiell. Und auch dieses Kurzzeitfasten, oder? Genau. Also das 16:8 ist bei mir in meinem Leben etwas anderes als vielleicht in der Literatur. Also ich esse zwar nichts den ganzen Vormittag, aber ich trinke den ganzen Tag Smoothies. Also das heißt, ich esse das letzte um 18 Uhr am Abend und beginne dann um 6 Uhr in der Früh mit meinem Zitronenwasser oder Stangensellerie, jetzt eigentlich nur mehr Stangensellerie, also einem halben Liter Stangensellerie, und mache mir dann ungefähr 1 bis 1,5 Liter eines Smoothies mit Heidelbeeren, mit Drachenfrucht, mit Papaya und dergleichen. Und das ist so mein Frühstück plus mein Vormittagssnack bis zum Mittagessen. Damit verlängere ich die Leberzeit und damit die Regenerationszeit des Körpers, damit er besser vorbereitet ist auf alle diese Dinge, die da kommen magen, ob es jetzt ein Corona ist oder irgendeine Giftstoffbelastung vom Nachbarfeld, wo gerade gespritzt wird. Eben, genau. Ich sehe gerade, wir haben 29 Teilnehmer hier in unserem Webinar, was wunderbar ist. Bitte, wenn ihr Fragen habt, dann schreibt die in den Chat rein. Also wir würden uns sehr freuen, oder der Markus wird sich freuen, Fragen von euch beantworten zu können. Seid so mutig und rein mit dem ersten Thema. Jeder, der dann wirklich Fragen stellen will, wird natürlich freigeschaltet, aber zuerst muss er sich mal melden, weil wenn wir jetzt alle freischalten, dann genau. Hören wir alle, was ihr gerade tut, und das ist vielleicht für die anderen nicht so interessant. Also nur mal zur ganzen Geschichte Corona. Wir haben da jetzt 2, 3 Szenarien, die immer wieder durchgedacht werden. In England wird es wirklich so sein, dass sie so schnell wie möglich den Peak erreichen wollen. Das schaffen sie nur dann, wenn sie sagen, sie lassen die Leute wirklich zusammen. In Österreich versuchen sie das, was in kleinen asiatischen Ländern versucht worden ist, dass sie wirklich die Trennung sehr harsch machen und dann hoffentlich den Peak gar nicht so hoch kriegen, wie es vielleicht in einem anderen großen Land ist. Es wird sehr spannend, was wirklich ein Thema ist. Hauptproblem der ganzen Geschichte wird oder ist jetzt schon die Wirtschaft. Also wir sehen es nicht nur am Dow Jones oder am ATX, wir sehen es grundsätzlich, dass sehr viele, oft kleine Betriebe, um ihr Überleben kämpfen. Und das ist das wirkliche Überleben, das der Coronavirus uns verschafft. Das ist nicht das gesundheitliche, sondern ist das wirtschaftliche Überleben. Und das wird vielleicht eine ganz andere Welt nach sich ziehen. Medizinisch, biologisch gesehen, wird nach Corona genauso wie vor Corona sein. Also wir leben im Jahrhundert der Viren. Die Umwelt bringt die Viren dazu, uns zu verändern. Und wer dann nicht mitkommt, wird krank. Das ist immer gleich. Daher bitte, das, was außen nicht änderbar ist, ist innen änderbar. Ihr könnt die äußere Umweltvergiftung nicht ändern, ihr könnt aber die innere Umweltvergiftung ändern. Das heißt, ihr müsst den Dreck, der im Körper vielleicht schon seit 20 Jahren drin ist, rausbekommen. Da besonders der Leber was Gutes tun. Da werden wir Ende April, Anfang Mai einmal diese 369 Leberreinigung für euch vielleicht einmal zeigen, wie das läuft. Das machen wir dann auch über solche Webinare, dass ihr dann nicht immer irgendwo hinfahren müsst, obwohl wir gerne hätten, dass es so Stammtische gibt, die sich um das kümmern, dass es heißt, okay, wie gehe ich jetzt mit so einem Thema um? Und da kann ich ja immer im Hintergrund als Informationsträger da sein. Aber das ist so der nächste Schritt, wo jetzt der Corona ein bisschen uns in die Suppe spuckt, indem man sagt, okay, ich lasse euch jetzt noch ein bisschen zappeln. Ihr wisst, um was es geht, aber
bitte habt jetzt ein bisschen Angst, weil in der Angst tut sie eh nichts. Aber so wie du sagst, das Jahrhundert der Viren, das heißt, also wir müssen darauf vorbereitet sein oder wir sollen uns darauf vorbereiten, dass es auch das nächste Virus wieder geben kann in dieser Form. Ja, wie gesagt, biologisch gesehen passiert das in allen Tierbereichen. Also immer, wenn eine Population zu groß ist oder das System die Population nicht mehr ernähren kann, dann kommt meistens eine virale Infektion und dezimiert die Population. Das hört ein Mensch nicht gern, das ist mir klar. Wenn es bei Lemmingen passiert, ist uns Menschen das wurscht, aber den Lemmingen nicht. Also das ist wirklich ein großes Thema. Und da muss man sich immer überlegen, wo stehe ich da? Also die meisten, die da heute wahrscheinlich zuhören, leben nicht in einer großen Stadt. Aber wenn man sich so anschaut, wie groß Wuhan ist oder war, dann muss man schon davon ausgehen, es trifft immer solche Metropolen. Wenn man dann noch weiß, dass Wuhan das Zentrum der Chemiewaffenproduktion ist in China, dann kann man sich auch eins und eins zusammenzählen. Und wenn man dann weiß, dass der Coronavirus eine große Zielgruppe hat und das sind männliche Chinesen. Also man hat herausgefunden, das ist die größte Zielgruppe, die der Coronavirus hat, nämlich die haben am meisten von diesen Rezeptoren, wo er andocken kann. Das heißt, die Krankheit ist bei uns weniger aggressiv, weil wir weniger Rezeptoren haben in Europa. Und man weiß, die Afrikaner haben noch weniger Rezeptoren. Das heißt, es ist wirklich eine Krankheit, die am meisten den männlichen Chinesen trifft. Dann kommt die männliche Chinesin, dann kommt der männliche Europäer, dann kommt die weibliche Europäerin mit den Amerikanern und dann kommt der männliche Afrikaner und dann erst die weibliche Afrikanerin. Also das sind so die Sachen, wo man dann merkt, woher die ganze Geschichte kommt. Das heißt, der Virus sucht sich schon selektiv seinen Wirt, sage ich mal, aus, sehr spezifisch, weil das ist eine Entwicklung, die geht über Jahre. Der jetzige Coronavirus ist eine Weiterentwicklung des 2003 bei uns nicht wirklich aktiven, aber in Afrika und in Asien sehr aktiven SARS-Virus. Also das ist eine Weiterentwicklung, die da daherkommt. Und es ist so eine Co-Produktion, dass dazwischen mal ein bisschen eine Vogelgrippe war, ein bisschen mal eine Schweinegrippe war und jetzt gerade auch wieder eine Vogelgrippe ist, aber die ist ja im Verhältnis so verschwindend, dass sie jetzt nicht wirklich in der medialen sich im Medium, das wir so sehen, sichtbar wird. Also sonst hätten wir jetzt gerade, wenn gerade nicht Corona wäre, dann würde jetzt in der Kronenzeitung stehen, es gibt wieder eine Vogelgrippe, wo wirklich wieder Millionen von Hühnern in China getötet werden müssen. Aha, das geht dann letztendlich total unter. Das liest man dann jetzt eigentlich nicht, oder? Wenn es um uns Menschen geht, ist alles andere unwichtig. Aber als Biologe muss ich sagen, wir sind unwichtig. Aber mein Gott, das ist jetzt eine böse Sache. Darum gibt es auch mehr Webinare, wo es auch dann um Soziale geht, wo man dann sieht, okay, warum ist das Ganze eigentlich so? Was leben unsere Kinder uns eigentlich vor? Unsere Kinder leben uns schon vor, wie man sich separiert. Die leben ja schon ein Leben, wie es jetzt unser Bundeskanzler kurz haben möchte, nämlich ein asoziales Leben. Wir sollten soziale Kontakte abgeben und sagen, okay, wir leben in unserer kleinen Welt und alles andere sollte uns einmal wurscht sein. Wir haben eh unser Zoom jetzt oder haben unser WhatsApp und was auch immer. Also unsere Kinder bewegen sich schon in die Richtung, wo sich die ganze Menschheit hinbewegen sollte, zum Selbstschutz vor der nächsten Virusepidemie oder Pandemie. Es klingt pervers, aber das ist sicher ein Punkt, den wir bei einem nächsten Webinar nur mal genauer beleuchten wollen. Na, das könnte dann schon schwierig werden, weil der Mensch ist ja doch ein soziales Wesen. Ja? Und wir haben heute schon darüber gesprochen. Der Mensch ist ja, vor allem ein energetisches Wesen. Er muss sich halt irgendwo seine Energie herholen und die holt er sich gerne aus einer liebenden Beziehung oder aus einer zumindest freundschaftlichen Beziehung. Da hast du völlig recht, Bibi. Weil ich sehe schon den Virus irgendwo auch als Chance, weil man merkt jetzt gerade wie in Graz, Menschen wieder sich mehr umeinander kümmern. Ja? Also der Nachbar wieder fragt, wie geht's dir? Also das ist ja in dieser hektischen Zeit, bis vor 2 Wochen hat das ja niemanden interessiert. Also dieses Virus hat ja auch etwas Positives im Sinne von, ich achte wieder, wer ist denn das eigentlich neben mir? Ja? Was macht er, was braucht er? Weil wir wieder die Zeit dazu haben. Wir nehmen uns die Zeit, um mal ein bisschen außerhalb unseres Stundenwahns einmal nachzudenken, was macht meine Nachbarin und wer ist das überhaupt? Und wenn die über 80 ist, dann klopfe ich mal an oder rufe mal an und sage, kann ich Ihnen helfen? Das würde ich aber so nie machen, wenn ich einen Job habe, der um 6 beginnt und um 20 Uhr endet oder wenn ich dann wieder zu Hause bin, dann interessiert mich nichts mehr, außer vielleicht die Fernbedienung und mein Kühlschrank. Und das ist das, was uns sicher der Virus jetzt zeigt und beweist, dass wir wirklich
soziale Wesen sind, die in einer Gemeinschaft leben. Und da muss jeder mit jedem irgendwie zusammenkommen können. Das ist ein wichtiger Punkt. Also der Virus ist ein sehr harter Lehrer, aber ein sehr guter Lehrer. Das Einzige, was halt nicht passieren sollte, dass man in seiner Angst dann bleibt. In der Angst hat der Virus ein leichtes Spiel. Na, er schwächt uns ja wieder, ne? Genau. Das wird uns wieder schwächen. Mhm. Angst macht Stress. Stress ist der größte Unterbinder einer aktiven Immunkraft. Das heißt, wenn wir in der Daueranspannung sind, produziert unser Körper Cortisol. Das ist wie Flucht und Kampf. Und in diesem Zustand ist unser Immunsystem nur maximal 50% so leistungsfähig, wie wenn wir das nicht hätten. Ich habe heute was Interessantes gelesen. Die Chinesen verwenden für das Wort Krise zwei Pinselstriche. Das ist ganz spannend. Ein Pinselstrich steht für Gefahr und einer für die Gelegenheit. Das heißt also, die Interpretation aus dem Ganzen heraus sei in der Krise der Gefahr sehr wohl bewusst, aber erkenne auch die Chance darin. Genau, und erkenne, dass alles seinen Sinn hat. Das ist das, was heute sicher noch ein Thema ist. Also man darf so einen Coronavirus, eine Pandemie nicht als Schicksalsschlag oder als Gottesstoß gegen uns Menschen sehen, der uns jetzt ausrotten will, sondern als Aufwachrüttel, dass es heißt, okay, irgendwas stimmt nicht und es trifft uns jetzt. Jetzt sind wir mittendrin, nicht nur dabei. Also das heißt, wir haben jetzt das Thema, dass uns unser normales Leben genommen wird, wie es in Wuhan schon vor 4 Monaten war, und sehen jetzt, was das eigentlich bedeutet. Und das ist aber eine Chance, zu sagen, okay, was hat mich bis jetzt abhängig gemacht? Von wem oder was war ich abhängig? Wo ist jetzt der Unterschied? Und was möchte ich davon auf Zukunft beibehalten? Und wo muss ich mich hinbewegen, damit ich nicht unbedingt immer in solchen Abhängigkeiten bleibe? Ja, und letztendlich, du als Wissenschaftler wirst das ja wahrscheinlich bestätigen, dass das Ganze nur eine logische Konsequenz unseres Handelns ist, oder? Es ist leider, wir sind in einer sehr überzivilisierten Welt, die uns alles vor die Füße wirft, was wir haben. Und wir haben kein Gegengewicht dazu. Also wir sind jetzt in einem, glaube ich, in einem Jahr, wo Mitte Juli oder August haben wir schon so viel Ressourcen quasi verbraucht, wie die Welt nachproduzieren kann. Also wir leben schon seit Jahrzehnten im Defizit. Ich glaube, es hat in den 80er Jahren aufgehört, dass wir so viel Ressourcen nehmen, wie die Erde uns zurückgibt. Also seit den 80er Jahren nehmen wir mehr Ressourcen aus der Erde, als die Erde wieder nachproduzieren kann. Und das muss irgendwo ausgeglichen werden. Also das, was wir jetzt sehen, ist ein Schlag der Evolution gegen uns Menschen, die uns einfach an unsere Achillesferse trifft, dass wir ohnmächtig einem Virus ausgeliefert sind, weil es keine Impfung gibt, weil es keine Medikamente gibt, was interessant ist, was uns wirklich pandemisch trifft, aber besonders wirtschaftlich. Das ist die große Sache. Die Sache mit der Impfung ist eine andere Sache. Es wird wahrscheinlich gar keinen Impfstoff geben, obwohl der Druck jetzt so hoch ist, dass sie einen machen. Aber jeder Wissenschaftler weiß, wenn der Impfstoff da ist, ist die Pandemie wahrscheinlich weg. Und der nächste Virus, der sich dann wieder verändert, wird auf diesen Impfstoff wieder nicht reagieren. Das heißt, wir arbeiten da immer einen Schritt nach. Und das ist der große Vorteil der Evolution. Sie ist uns einen Schritt voraus. Nur wir glauben, wir sind so gescheit, dass wir auch das aufholen können. Aber die Evolution wird immer uns einen Schritt voraus sein, leider. Ja, das wurde jetzt von Björn ja sehr, sehr gut beschrieben. Das heißt auf Deutsch, wir haben die Erde, die Natur ins Burnout getrieben. Ja. Also wir haben uns über die Evolution erhoben und haben geglaubt, okay, das können wir jetzt ewig machen und dass ein bisschen das Klima kippt und dass ein bisschen die Ozonschicht schlechter wird und dass ein bisschen die Chemie unsere Meere vergiftet, dass das Plastik die Tiere und dann uns am Schluss wieder trifft. Das war alles nicht genug und jetzt sind wir dort, wo es heißt, was ist der nächste Schritt? Der nächste Schritt heißt Rückzug. Und das ist das, was wir natürlich nicht wollen. Aber Rückzug heißt Selbstbesinnung. Wo stehe ich? Wo möchte ich hin? Was brauche ich dazu? Und es wird sicher so sein, dass das, was wir jetzt haben an Möglichkeiten der Veränderung bei 90% der Menschen nach der Pandemie wieder nicht umgesetzt wird. Aber ich hoffe, dass einige wenige das trotzdem machen und dann mit sich anders umgehen und damit auch mit der Welt anders umgehen. Ja, und im Prinzip braucht es ja gar nicht so viel, um wirklich eine Veränderung zu schaffen, oder? Genau. Weil in Wirklichkeit ist das, was wir jetzt haben, eigentlich nur eine Grippe, die sehr infektiös ist und die einfach nur zeigt, okay, wir haben ein Thema und dieses Thema heißt
wir reisen zu viel, mal blöd gesagt. Wir haben aus allen Himmelsrichtungen alles da in unserer ersten Welt. Die dritte Welt schert uns nicht, außer dass wir ein bisschen was spenden. Wir haben eine Medikamentenüberdosierung in dem ganzen Lebensprozess drinnen, über Antibiotika im Wasser, über verschiedenste Medikamentenrückstände in unserem Trinkwasser. Das ist alles das, was unseren Körper quasi eben nicht schützt davor, dass er dann immuntechnisch die Kraft hat, dem entgegenzustehen. Wir bewegen uns zu wenig. Damit haben wir ein Thema, das die Lymphe betrifft. Wir sind mehr die Warmduscher. Also wir sind jetzt sicher nicht die, die sich gerne abhärten, indem sie noch jetzt auch barfuß auf die Terrasse gehen. Jetzt besonders nicht, weil jetzt ist man ja anfällig. Was soll jetzt anders anfällig sein gegen kalte Füße als vor 2 Monaten? Aber das ist unser Leben. Also wir haben uns in unserer Komfortzone sehr, sehr gut eingerichtet und aus der werden wir jetzt vertrieben. Die meisten werden wieder zurückkehren, aber ich hoffe, dass ein paar einen anderen Weg gehen. Die Unterstützung haben sie von mir auf jeden Fall. Aber was du vorher gesagt hast, das wird dann wahrscheinlich beim nächsten Mal ein Thema sein, ist, es geht darum, dass jeder etwas anderes umsetzen muss. Also jeder hat seine anderen Themen, seine anderen Bereiche, auf die er schauen kann. Es gibt kein Patentrezept. So wie eine Impfung ist ein Patentrezept, aber bitte in der Prävention gibt es kein Patentrezept. Es gibt ein paar gute Tipps, wie ich sie gerade erwähnt habe, mit genug trinken, genug bewegen, abhärten, das richtige Essen und ein paar Vitamine nehmen oder Kräutermischungen. Aber es gibt nicht das Patentrezept, dass man sagt, okay, diese eine Pille und ich habe das beste Immunsystem. Das kann es leider nicht geben. Naja, weil das trotzdem wieder individuell ist, oder? Genau. Genau so ist es. Das Immunsystem ist die Summe aller unserer Probleme oder aller unserer Stärken, sage ich mal so. Alle unsere Stärken klingt gut. Ja, das Immunsystem ist sehr komplex. Also wie gesagt, wenn jetzt jeder wissen möchte, wie stark sein Immunsystem gegen Viren geschützt ist, müsst alle zum Arzt gehen und sagen, ich hätte gern meine natürlichen Killerzellen analysiert und jeder Arzt wird sagen, das kann ich nicht. Und da stehen wir jetzt wieder an dem richtigen Punkt. Er kann sagen, wie viel allgemeine weiße Blutkörperchen man hat, vielleicht noch wie viel B- und T-Zellen man hat. Aber wenn es dann um die wirklichen Killerzellen geht, die natürlichen Killerzellen, das ist eine Spezialanalytik, die kriegt man nicht vom Hausarzt. Das sind jetzt wirklich unglaublich viele interessante Informationen gewesen. Ich hoffe, unsere Teilnehmer sehen das genauso. Wenn du einen abschließenden Satz für uns alle hast, aus wissenschaftlicher Sicht, welcher wäre das? Viren sind nicht böse. Auf den Punkt gebracht. Wir glauben nur, dass sie gegen uns arbeiten. Sie arbeiten für uns, aber leider zu effektiv. Und das ist unser großes Problem. Unser Immunsystem ist eine Maschine, die auf alle Angriffe mit der großen Keule zurückschlägt. Und ist der Angriff groß, dann ist auch das, was zurückbleibt, nämlich das Schlachtfeld, ein großes. Also wir müssen vorher arbeiten, bevor das Immunsystem in die Schlacht zieht. Vielen lieben Dank, Markus. Also ich fand das jetzt sehr spannend und sehr interessant. Ich habe mir auch wieder einiges mitgeschrieben. Wir sehen uns ja das nächste Mal am Donnerstag. Am Donnerstag wäre das Thema, da werden wir in die Soziologie einsteigen, wenn das passt für dich. Genau. Zeit wieder 19 Uhr. Genau. Und wir lassen den Chat jetzt auch noch offen, Fragen, die vielleicht jetzt noch auftreten, können gerne noch reingeschrieben werden und die würden wir dann am Donnerstag mit reinnehmen, oder? Das ist am besten. Dann starten wir am Donnerstag mit den Antworten der Fragen, die heute für euch noch ein Thema sind. Ich wünsche euch jetzt wirklich eine gute Zeit, eine gesunde Zeit. Alle, die ihr kennt, sollten auch gesund bleiben. Ich wohne auch mit einem über 75-Jährigen im Haus und er fürchtet sich nicht vor mir. Also bitte schließt niemanden aus. Auch meine Kinder sind ständig bei ihm, aber jetzt sind wir ja alle zu Hause. Also bitte bleibt ruhig, schaut nicht zu viel fern. Übermorgen ist der schönste Tag des ganzen März, das sage ich euch. Da kriegt sicher 20 bis 25 Grad. Und das mögen Viren nicht. Viren über 25 Grad, das mögen sie gar nicht. Also das Grippevirus, wenn der Corona sehr, sehr, sehr verwandt ist mit dem, dann ist das die beste Therapie, die ihr machen könnt. Das heißt, raus in die Sonne und durchbraten lassen, blöd gesagt. In diesem Sinne, bis Donnerstag und einen schönen Abend. Lieben Dank, Markus, das wünsche ich dir auch und liebe Grüße an alle. Vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns am Donnerstag. Danke, schönen Abend, baba.